Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Black Desert Online und einem ersten Guide, die ich euch ja angekündigt habe, über verschiedene Grundaspekte dieses Spiels, die mir vielleicht am Anfang Schwierigkeiten bereitet haben und euch den Einstieg in Black Desert erleichtern sollen. Und eines der ersten Grundkonzepte, die ich finde, die man verstanden haben sollte, wenn man anfängt, Black Desert zu spielen, ist das Konzept der Außenposten und der Handelsrouten. Denn das kann relativ drastisch, wenn ihr wisst, wie das geht und was ihr tun müsst, eure Ausbeute an Silbermünzen für das Erledigen der ersten Quests und Kampfaufgaben relativ stark erhöhen. Und deshalb dachte ich mir, fange ich einfach mit diesem Guide an. Und was ihr dazu wissen müsst, ist auf jeden Fall erstmal, was ihr braucht. Und was ihr braucht, sind Beitragspunkte. Und ihr seht ja, ihr habt hier diese verschiedenen Leisten, die eure verschiedenen Erfahrungspunkte angeben. Hier oben, das ist die ganz normale Kampferfahrung, die ihr ausschließlich steigert, wenn ihr Gegner tötet und die euer Gesamtcharakterlevel angeht. Darunter haben wir die Talentpunkte, die, wenn ihr Talentpunkte XP bekommt, steigt diese Leiste. Ist die Leiste voll, bekommt ihr einen Talentpunkt hinzu, den ihr in neue Skills und Talente investieren könnt. Energie ist eigentlich auch relativ klar, wie das funktioniert. Verschiedene Aufgaben, die ihr im Spiel erledigt, wie zum Beispiel das Sammeln von Ressourcen oder das Craften, verbrauchen Energie. Und ihr könnt die Energie steigern, auch indem ihr Energie-XP sammelt und die Leiste voll wird. Dann gibt es neue Energiepunkte. Und hier unten haben wir eben die sogenannten Beitragspunkte, von denen ich gerade gesprochen habe. Diese Punkte teilt ihr über eure gesamte Familie von Charakteren auf einem Server. Das heißt, jeder meiner Charaktere auf diesem Server hat ein Maximum von 105 Beitragspunkten, davon aber nur noch 11 verfügbar, weil die restlichen Beitragspunkte habe ich bereits investiert. Und worin ich die investiert habe, das gucken wir uns jetzt am besten einfach mal auf der Karte an. Ich bin hier zu einem Außenposten gefahren oder geritten, besser gesagt, in den ich noch keine Beitragspunkte investiert habe, weil ich der Meinung war, ich brauche das nicht unbedingt. Jeder Bereich der Karte auf der gesamten Map ist immer einem Außenposten zugeordnet. So, zum Beispiel hier Hof Toscani und der gesamte Bereich hier drumherum gehört zum Hof Toscani. Zu welchem Außenposten das Gebiet gehört, in dem ihr euch befindet, wird euch immer in der Minimap angezeigt. Ihr angegliederter Posten, Wald der Abgeschiedenheit. Das heißt, wenn ich hier Dinge tue, dann muss ich den Außenposten Wald der Abgeschiedenheit aktiviert haben. So, was ich damit meine, erkläre ich gleich noch. Grundsätzlich ist es also so, jedes Mal, wenn ich hier einen von diesen Außenposten aktiviere, muss ich Beitragspunkte investieren. Dazu muss ich zur sogenannten Postenverwaltung. In der Regel ist das hier dieses lustige Männchen hier und bei diesem Wald der Abgeschiedenheit ist es also dieses Feennest. Da kann ich mir ganz normal eben wie bei allen anderen Sachen auch mit einem Rechtsklick meinen Navigationspunkt setzen, damit ich den jeweiligen Postenverwalter auch finde. Hier ist es also dieses Feennest, mit dem ich spreche und die haben dann immer diesen Menüauswahlpunkt hier Postenverwaltung. Und hier kann ich raufklicken und sehe also hier die Übersicht über den jeweiligen Außenposten. Und hier ist also Postenwart Feennest und Beitragspunkte 2. Bedeutet, ich kann hier 2 Beitragspunkte investieren, um diesen Punkt zu aktivieren. Das brächte mir verschiedene Vorteile. Ich mache das jetzt mal nicht unbedingt, weil ich den Punkt brauche, sondern einfach, um euch das zu zeigen. Ich klicke also hier auf Investition von Beitragspunkten. Und jetzt habe ich diesen Punkt aktiviert. Das sehen wir auch, wenn ich jetzt eine Stufe zurückgehe. Ihr seht also hier diese Linien, die vorher weiß waren, zwischen zum Beispiel jetzt Nebenweg zur Banditenhöhle und Hof Toscani, sind jetzt auch so gelb unterlegt. Diese Route hier also habe ich damit automatisch aktiviert. So funktioniert das auch bei den Städten. Bei großen Städten, wie zum Beispiel jetzt in Olvia, wo wir anfangen, wenn ihr einen neuen Charakter erstellt, aber dann auch Velia oder Hydel, das sind Außenposten, die ich nicht aktivieren muss. Sobald ich einmal in der Stadt gewesen bin, gilt dieser Außenposten als aktiviert, aber ich habe noch keine Handelsroute zwischen diesen beiden oder zwischen diesen jeweiligen Städten. Und was ich dazu eben tun muss, ist genau das Gleiche, was ich jetzt gerade hier im Wald der Abgeschiedenheit gemacht habe, eben bei all diesen Zwischenpunkten hier zu machen, also Beitragspunkte zu investieren, so dass diese Linien dann komplett gelb hinterlegt sind zwischen Velia und Hydel zum Beispiel. Und dann kann ich hier eine Handelsroute einrichten. Das hat folgenden Effekt. Das hat den Effekt, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier in der Nähe von diesem Außenposten, den wir gerade aktiviert haben, Wald der Abgeschiedenheit, wenn ihr hier Monster tötet, zum Beispiel um eben ganz normale Kampferfahrungen zu sammeln, dann kann es sein, dass ihr zum Beispiel verschiedene Formen von Handelsgütern aus den Gegnern lootet. Meistens sind das diverse Formen alter Münzen, Bronzemünzen, Silbermünzen, Kupfermünzen, was auch immer. Und das sind Handelsgüter und die könnt ihr bei Handelsposten in größeren Städten verkaufen. Allerdings bekommt ihr nur dann den vollen Preis dafür, wenn ihr eben diese Münze in einem Bereich
gelootet habt, dessen Außenposten ihr aktiviert habt. Das ist das Konzept dahinter. So. Und deshalb ist es also ganz wichtig, gerade im späteren Spielverlauf, wenn ihr vorhabt, irgendwo eine ganze Weile verschiedene Monster zu schnetzeln. Mir ist das erste Mal hier unten so gegangen, beim Blutkloster. Hier habe ich mittlerweile den Punkt wieder rausgenommen, weil hier habe ich zwischen Level 25 und Level 30 relativ viel Zeit verbracht und habe hier das sind irgendeine komischen Kultisten, die hier rumrennen, getötet. Und da ist es also sehr, sehr sinnvoll, hier diesen Punkt zu investieren und damit den Außenposten zu aktivieren, damit also all diese Münzen etc., was ihr hier so lootet, euch also auch beim Verkauf dann den vollen Preis bringen. So, genauso ist es dann eben auch bei den Handelsrouten, wenn ihr Handelsgüter einkauft. Das wäre nochmal ein Thema für einen anderen Guide, den ich separat machen möchte. Ihr müsst also diese Außenposten komplett miteinander verbunden haben. Viele von den auch kleineren Außenposten haben Handelsposten. Das sind meistens gekennzeichnet durch dieses Wagenrad hier. Und wenn ich also hier ein Handelsgut einkaufe und hier im Laubenhof zum Beispiel wieder verkaufen will, müssen diese beiden Außenposten durch eine Handelsroute verbunden sein. So, das so also das grundlegende Konzept. Deshalb ist es also auch so, seht ihr, habe ich hier schon gesagt, ich kann meine investierten Punkte auch wieder zurückholen. Das können wir jetzt hier auch mal machen, weil ich den hier nicht unbedingt brauche, glaube ich. Müssen wir gleich mal gucken, wenn ich auf die Postenverwaltung gehe, kann ich meine Beitragspunkte wieder zurückholen. So, hier kann ich raufklicken, Beitragspunktrückgabe. Wenn ihr diesen Stufe in diesen Posten investiert, wird die Postenstufe zurückgesetzt. So, das Zurücksetzen kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, so. Jetzt habe ich das wieder zurückgesetzt und ihr seht, hier sind jetzt wieder weiße Linien. Der Posten ist nicht mehr aktiviert. Deshalb habe ich also auch hier oben eine Gesamtmenge von Beitragspunkten angezeigt, weil ich eben Punkte investieren und wieder zurückholen kann, um so sozusagen dann auch nach und nach, ich also nicht alle Posten aktivieren kann, sondern mich ein bisschen entscheiden muss und so nach und nach eben mein Handelsnetz oder mein Netz an Außenposten aktiviere. Das ist so im Groben das Konzept hinter diesen Außenposten. Ist mir tatsächlich am Anfang ein bisschen schwer gefallen, da komplett hinterzusteigen, was das auch soll, bis ich dann eben tatsächlich mich auch durch ein paar Wikis gelesen habe und mir ein paar Guides durchgelesen habe und dachte mir, das ist vielleicht für euch ganz interessant. Also macht das ruhig von Anfang an, also an Stellen, wo ihr der Meinung seid, hier verbringt ihr jetzt eine gewisse Zeit. Sagen wir mal ab Velia macht das auf jeden Fall Sinn. Also die erste Handelsroute, die ich gebaut habe, war zwischen Velia und Hydel. Und da bin ich dann auch tatsächlich ein bisschen hin und her, so mit meinem ersten Esel, habe hier Handelswaren eingekauft, dort verkauft, um mich mit dem Handelskonzept ein bisschen vertraut zu machen. Wie gesagt, das werden wir noch in einem anderen Guide durchgehen, aber ich denke, was diese Außenposten sollen und wie man da Beitragspunkte rein investiert, haben wir an der Stelle, glaube ich, ganz gut erörtert. Eine Sache, die zusätzlich vielleicht noch gut wäre zu wissen, wenn ihr das mal seht, wenn ihr hier reingeht, ihr könnt neben den Beitragspunkten auch Energie investieren. Von eurer ganz normalen Energieleiste könnt ihr, wenn ihr könnt ihr Energie investieren und damit das Level des Außenpostens steigern. Und ein höheres Level an diesem Außenposten verspricht euch eine höhere Wahrscheinlichkeit, wertvolle Dinge zum Beispiel von den Monstern zu looten, die innerhalb dieses Außenpostens zu bekämpfen sind. Das macht also hier am Anfang meist noch keinen Sinn, weil ihr eigentlich nicht genug Zeit innerhalb einer Region verbringt, damit sich das wirklich lohnt. Wie gesagt, auch da wäre für mich jetzt hier oder war für mich das Blutkloster hier das erste, wo ich das mal gemacht habe. Einfach ein bisschen in Energie investieren, das Level steigern, um die Ausbeute zu erhöhen. Damit lässt sich dann auf jeden Fall schon ganz gut Geld machen, denn so ein paar von diesen alten Münzen, wenn ihr die dann zum Beispiel echt ein ganzes Ende transportiert nach Velia zurück, die verkauft und ihr habt eine Handelsroute dann hergestellt zwischen dem Blutkloster und Velia, dann kann es gut sein, dass ihr hier einen sehr hohen Bonus allein schon für die Entfernung bekommt, die ihr zurückgelegt habt und eben den vollen Preis für die jeweilige Münze, die ihr dort verkauft. Und das kann schon mal richtig, richtig Silbermünzen geben. Und das ist gerade am Anfang etwas, was ich zumindest rausfinden wollte. Wie kommt man hier an Geld? Denn viele Dinge kosten Geld und wenn ihr Ausrüstung haben wollt oder euch Dinge auf dem Marktplatz kaufen wollt, das kostet alles eine ganze Menge Geld auch. Und deswegen ist das sicherlich für euch auch ein ganz interessanter Punkt. So, ich glaube, dann haben wir das irgendwie ganz gut durchgekaut. Wenn noch Fragen sind, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn irgendwas noch unklar ist, antworte ich gerne drauf. Wenn ich jetzt hier einen groben Schnitzer drin haben sollte, berichtigt mich gerne und ich mache dann vielleicht noch ein weiteres Video, um zusätzliche Informationen zu den Außenposten oder sowas irgendwie noch mit rauszuhauen. Ansonsten denke ich, haben wir das aber. Und die nächsten Sachen werden dann natürlich Housing sein, Crafting, wie handelt man, wie funktioniert das Trading-System etc. pp. Das sind so die Sachen, die ich in nächster Zeit noch vorhabe. Ich sage an der Stelle erstmal wie immer danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Thank you.